Hallo und willkommen zu einem wunderschönen Tutorial in Minecraft. Und zwar geht's um Bau von TNT-Splitterbomben. Jetzt fragt ihr euch, wie geht das jetzt ohne Mod? Ganz einfach. Einfach kein Mod benutzen. Ahaha. Nö, spielt keine Rolle. Diese vier Dinge werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Zuerst mal will ich euch zeigen, was so eine Druckplatte an TNT auslösen kann. Nämlich per Knopfdruck sind das ganze 9 TNT-Blöcke. Flop. So. Jetzt will ich euch noch zeigen, was Redstone aktivieren kann. Weil das wird auch auf jeden Fall in größeren TNT-Bomben eine Rolle spielen. Ist zwar jetzt nicht ganz so viel. Auf jeden Fall so ein Zwischenteil kann so 3 aktivieren. Das Endteil kann so 5 aktivieren. Wollen wir es mal zünden. Bams. So, jetzt kommen wir zum Bau der eigentlichen Bombe. Das sind Schafe. Kann ich auch gleich zeigen, wie gefährlich die TNT-Bombe sein kann. Oh, da drüben ist auch gleich ein Dorf. Kann ja auch gleich in die Luft jagen. So, eine 3x3 mal 3. Also die kleinstmögliche, die ich auf jeden Fall selber zur TNT-Splitterbombe zähle. Ihr könnt jetzt wegrennen, wie ihr wollt, Schafe. Ihr werdet auf jeden Fall zu größter sterben. Und da einfach mal nicht. Stirb! Sollst sterben, Schaf. Was will ich mit Wolle? Natürlich kann man noch größere, viel größere Versionen der TNT-Bombe bauen. Dann kann ich mal gleich hier vorführen. Wie groß ist denn das? Ah, die haben sowieso schon Wasserschaden. Kann man denen nicht mal helfen? Zünden wir es doch gleich neben der Kirche. Dann, dass wir auch gleich in Gottes Segen stehen. Verschwinde, Dorfbewohner. So. Eigentlich darf man auf YouTube keine Bauanleitung von Bomben hochladen. Ich hoffe, dass Minecraft-Bomben nicht dazu zählen. Ansonsten bin ich gearscht. Hurra! So, bauen wir mal eine 7x7 mal 7 Bombe. Oh ja, ich kann heute überhaupt nicht zielen. So. So ist das doch schön. Ihr braucht eigentlich auch nicht Erde verwenden. Ihr könnt auch, keine Ahnung, ihr könnt sogar Stahl verwenden. Das ist auf jeden Fall weg. Es wäre halt ein bisschen schade. So. Ihr braucht auch nicht immer Quadrate bauen. Aber das zeige ich im Anschluss. Zuerst will ich mal die Dorfbewohner in die Hölle schicken.
Oder Minecraft-Sprache halt in den Nether. Dass die Fritzels Kackhaufen essen können zum Frühstück. So. Die TNT-Bombe nimmt doch schon gut Gestalt an. Natürlich reicht meine Reichweite da nicht. Zack. Zack. So. So. Schön. So groß wie ein Haus. Eine TNT-Bombe so groß wie ein Haus. Oh, denkt man in real life. Das wird nicht so angenehm, daneben zu stehen, wenn die hochgeht. Im Survival-Modus müsst ihr auch ganz arg aufpassen, wenn ihr sowas zündet. Wow. Ja. Es lässt sich auf jeden Fall sehen lassen. Es ist wie die kleine T Atombombe beim TNT-Mod. Alles schön verwüstet, so mag ich das. So, jetzt will ich euch mal eine andere Variante davon zeigen. Ungefähr in den Maßen von der kleinen TNT-Bombe. Ihr werdet schon sehen, das Haus wird auf jeden von dem Haus wird nicht viel übrig bleiben. So. Der eine Block macht jetzt auch keinen Unterschied. So. Und der auch nicht. So. Wer lebt denn hier eigentlich? Ist der Bursche heute nicht zu Hause? Scheiß aufs Obsidian. Wir sind ja im Kreativmodus. Ey, ich spring dein Haus hoch. Klotz nicht so doof. So. Schön. Es ist teilweise bis auf die Grundmauern weg. Es hat sogar teilweise ein paar andere Gebäude schwer beschädigt. Ah, ist das schön? Ihr könnt natürlich die TNT-Bomben variieren lassen, wie ihr wollt. Halt mit Hilfe der Form und mit dem Zünder. Ihr könnt beispielsweise den Zünder nehmen. Ihr könnt den nehmen. Oder für fortgeschrittene TNT-Ingenieure oder so könnt ihr noch was anderes nehmen. Aber die würde ich euch erst ab 9x9x9 empfehlen. Wenn ich das doch hinkriege, ist schon eine Weile her. Oh nein, ich würde jetzt keine TNT-Bombe in der Größe bauen, weil das zu viel Zeit kosten würde. Wolle, weg mit dir. So. Um.
So. Schön. Da dürfte natürlich hier kein TNT ranbauen. Hier vielleicht noch. Aber beispielsweise hier nicht. Aber dafür könnt ihr es hier platzieren. Hier. Ihr könnt natürlich auch hier mit Redstone noch was machen. Keine Ahnung. Könnt hier noch ein bisschen Redstone verstreuen. So. Dann gibt es natürlich einen ordentlichen Knall. Und das Teil hat auch dann eine gute Reichweite. Also umso besser der Zünder. Also umso weitreichender Zünder, umso mehr TNT-Blöcke explodieren gleichzeitig. Bei dem sind es halt 9. Bei dem sind es bald mehr. Und dann noch mehr. Kann ich ja jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich will das Video eigentlich auch so langsam beenden, weil es sich so langsam in die Länge zieht. So. So. Könnt ihr hier noch ein bisschen da noch Schönes. Die von Redstone-Fackeln sind halt bisschen anders. Die aktivierten Blöcke sind auf jeden Fall anders verteilt. Und so wird es halt immer weitergehen. So. Warte mal, wird er auch aktiviert? Nein. So. Damit kannst du natürlich deinen Freunden frohes Fest bescheren, indem du einfach so mal eine nette TNT-Bombe in deren Burg einbaust. Da werden die sich freuen. Ich würde jetzt den Rest nicht noch bauen. Das reicht eigentlich schon. Das Ganze nochmal da drüben auch. Ach was, ich baue das kurz. Dauert ja nicht lang. Oh, 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 das will ich nicht nochmal sehen. Ich will ein kontrolliertes Hochgehen. Eine unkontrollierte Explosion ist immer gefährlich. Besonders im Survival-Modus. So. Habe ich mich halt teilweise verschätzt, aber es zündet auf jeden Fall schön viel. Warte mal, ich will doch mal kurz zeigen, was so eine schöne Fackel aktivieren kann. Da nicht, da nicht. Aber beispielsweise hier drüber. Und drauf. Wollt ihr auch nochmal zeigen? Tja, das war's dann mit der Anleitung von TNT-Bomben. Am Schluss habe ich zwar ein bisschen mehr gefällt, aber es ist egal. Der Gedanke ist übertragen.
Dann bis zum nächsten Mal. Ich hüpf mal ins Loch. Hui. Ah, macht das Spaß. Ciao, ciao.